Der Verräter. Nach Jahren scheinbar endloser Kriege gegen die dämonische Bedrohung setzte Argent Nur zu einem dimensionsübergreifenden Schlag an und entsandte seine größten Krieger ins Herz der Hölle. Trotz Ausbildung und Vorbereitung wurde ihr Mut von Tücke bedeutungslos gemacht. Verrat in höchster Instanz der Befehlskette überließ die mutigsten Krieger von Argent Nur, abgeschnitten und durch die Hölle verstreut, ihrem Schicksal. Doch nur einer dieser letzten Wächter der Nacht verblieb auf eigenen Willen in der Hölle. Es war Commander Velen, der Verräter der Argenta, der die Schlüssel zum Elemental Sepulchre gegen die Wiederauferstehung seines Sohns eingetauscht hatte. Dämonische Visionen plagten ihn, das gequälte Antlitz seines Sohnes ließ ihn nicht los und das Flüstern der Dämonen raubte ihm den Verstand. In einem Moment der Schwäche gab er der Täuschung der Dämonen nach, besiegelte das Schicksal von Argent Nur und verdammte das Königreich, dem er einen lebenslangen Eid geschworen hatte. Velen wählte das Höllenexil als Bestrafung für sein Sakrileg. Aber wir sind ja nicht in der Hölle, wir sind ja auf der Erde. Was ich da? Falsch, warte. Geheimnis. Da drüben. Nee. Was? Hä? Doch, irgendwo da. Ich. Ah, Mann, hier ist alles so eng. Ich sehe nichts. Wie soll ich da hinkommen? Von hier? Nö. Okay. Ich war aber fast da, ne? Ja, nicht mal annähernd. Aber noch höher ist das ja auch nicht. Das ist so auf der Höhe. Aber da ist auch nichts. Wenn ich das richtig sehe. Da ist kein Eingang und kein gar nichts, ne? Nee. Hm. Muss man doch, irgendwie muss man doch da hinkommen. Warum ist denn dieser Weg hier hin? Wenn es hier nicht weitergeht. Sehe ich irgendwas? Bin ich doof? Okay, vielleicht von da oben. Ich guck mal. Man soll schon schief gehen, ne? Wo sind wir denn da? Schwupp. Jetzt sind wir drüber. Okay, hier können wir jetzt auch wieder runter. Da drüben, ne? Ja, okay. Oha, da muss mal ein guter Sprung werden. Hallo? Haha, hallo! Der Kakodämon! Ich finde, der hat einen ziemlich unglücklichen Namen. Da wäre ich auch sauer an seiner Stelle. Schwupp. Und schwupp. So, jetzt geht's nochmal richtig rund gleich. Weiß es genau. Ja, hier ist Fettkampfgebiet da hinten. Und dann haben wir, glaube ich, das Level auch. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, ich will das nicht. Oh Gott, wir werden, sag ich, so geschwächt in diesen Kampf gehen. Das wird richtig grausam werden. Warte mal, ich muss gucken. Da sind die Dinger, ne? Die sind einmal eine Runde. Oh Mann. Was ist das denn da? Ich will das nicht. Das ist scheiße. Ich hasse sowas. Diese Jump'n'Run-Kacke, die geht mir heftig auf den Sack. Ja. Schön elegant daneben gesprungen. Gut. Oh Mann. Ich dachte mir so, scheiße, kommst du durch die Kette durch? Und dann voll verdrückt. Boah. Extraktionspunkt identifiziert. Was? Ich markiere den Standort auf dem HUD. Ja, nur sicher. Leck mich doch fett, Junge. Der will mich doch verarschen. Wie soll ich denn da hinkommen? Bist du bekloppt? Das nennst du einen Extraktionspunkt? Ich nenne das Ticket in die Hölle, Junge. Nur mal umgucken. Komme ich hier irgendwie weiter? Nö. Ich muss. Von hier hin, ne? Und dann da hoch. Ach du Scheiße. Okay, von hier nach da und dann immer links rum einmal eine Runde. Großartige Idee. Boah.
Okay, den holen und sterben. Oder auf den scheißen. Wow, leck mich am Arsch. Ich habe da gerade was Dämonisches gehört. Wo ist denn der? Da. So. Und jetzt habe ich noch den und den. Okay. Au, da hat es nicht mehr gereicht für den Dash. Natürlich. Jetzt bin ich sauer. Glaube ich. Ich gehe mal weiter, ne? Sollte nicht stehen bleiben. Stehen bleiben ist immer so ein bisschen kontraproduktiv. Autsch. Das musste sein. Tschüss. Ich gebe mein Bestes, ich schwöre. Autsch, bin gleich wieder tot. Mann, hau ab. Boah, diese scheiß Spinne, ne? Ich tue, was ich kann. Hä? Wieso wechselt der denn keine Waffe? Ach, leck mich doch. Mann, ey. Ich wollte keine Waffe wechseln. Das Spinnending. Komm her, Junge. Das war's noch nicht. Ich höre noch irgendwas rumwabern. Da. Jetzt war's das. Puh.
Wow. Gut, dass wir so viele Level-Ups haben. Oh, Leben ist schon wieder voll. Schade. Schrotflinte ist alle. Haben wir irgendwo Kanonenfutter? Oder irgendwas anderes? Hier ist sonst gar nichts, ne? Nö. Nö. Können wir so nach Hause. Der Muck wieder mal, ne? Tschüss. So, das war's. Huiuiui. 5 von 10 im Kampf. Das ist nicht so gut. Naja. Slayer. Ah, okay. Slayer-Tor und geheime Kampfbegegnung. Alles klar. Alles klar. Ja gut, das Slayer-Tor, das können wir ja nochmal holen. Das ist ja nicht das Problem. Nur heute ist leider meine Zeit knapp, weil es ist schon 12:30 und ich muss noch essen und dann muss ich zur Arbeit. Aber morgen geht's weiter. Ungefähr so 9:30. Nur für den Fall. Ich mach mal hier Speichern und beenden.